Ein freundliches Hallöchen. Ein letztes Mal dieses Jahr zum Freitagsspecial. Ich hab mir gedacht, wir hatten jetzt das ganze Jahr über eigentlich ich weiß es gar nicht, irgendwie seit Frühjahr immer wieder PUBG und deswegen dachte ich mir, das ist heute zum Abschluss des Jahres. Ist das vielleicht gar nicht falsch, dann wieder PUBG zu nehmen? Man weiß, wenn man es gesehen hat, ich bin Meister der Rotpunkte. Und dieses Mal suchen wir nach dem ganz besonderen Rotpunkt-Visier. So, wo fliegen wir denn lang? Wir kommen von hier. Das ist ja eine gute Chance, das perfekte Rotpunkt ganz weit im Norden zu finden. Also fliegen wir mal ganz weit in den Norden. Mit ein bisschen Glück, was wir nicht haben, was wir eigentlich nie haben, ist uns der Gringel ein wenig Holz. Alexanderholz vielleicht sogar, man weiß es nicht. Meine Damen und Herren. Überlegt, ob ich rechts lang fliege oder ja, dann das Wasser ein wenig dünner wird, falls wir es nicht über das Wasser drüber schaffen. Anderer Gedanke ist, nimm die Brücke, weil dann legt man sich am Ende wieder fürchterlich aufs Maul. Vielleicht doch ein bisschen weiter rechts lang ziehen, in der Hoffnung, dass wir weit genug kommen. Dann drüben wenigstens am Strand landen zu können. Ja, es ist schon wieder ein Jahr zu Ende. Zeit vergeht wie im Flug. Weil momentan sind wir im Flug und die Zeit vergeht eigentlich sehr langsam. Der Flug scheint sehr langsam. Mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Oh, jetzt sind wir über Georgopol. Ich höre in der Nähe Schüsse. Bin ich doch froh, wenn ich noch ein bisschen weiter in den Norden komme. Sieht aber gut aus. Sieht sehr gut aus. Sieht aus, als ob wir das locker packen. Jetzt ein bisschen abdrehen. Das schaffen wir locker. Da rüber in die Häuser. Ein Fahrzeug finden wäre natürlich ganz geil. Sehe ich aber jetzt hier gerade nirgendwo was stehen. Wir sind auch im Kreis. Das ist schön. Weil disconnected sind ertrunken. Jetzt hier echt kein Fahrzeug, doch da ist ein Buggy. Da ist ein Buggy. Das hat natürlich Neisigkeit. Dann suchen wir das eine jene Rotpunktvisier. Vielleicht in Zakiz. Zakiz ist ja sowieso eine unserer Lieblingsstädte. Ach, hier ist der Kreis auch zu Ende. Das ist nice. Da hat man gute Chancen, in Zakiz seine Ruhe zu haben. Weil doch nur wenige so bekloppt sind, wie wir immer, freiwillig erstmal aus dem Kreis rauszufahren. So. So, da sind wir auch schon.
Ich war, glaube ich, erstmal in den Norden von Zakis. Weil wir relativ nah am Kreis sind, haben wir dann keinen allzu weiten Weg. Das heißt, der Kreis ist nicht allzu schnell. Das heißt, den Süden Zakis können wir auch noch looten, wenn der Kreis schon unterwegs ist. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen, dass wir hier lange genug überleben. Das nehmen wir einfach erstmal alles mit. Rucksack wäre natürlich am Anfang erstmal schön. Hier haben wir schon mal eine Pistole für den Notfall. Ein Schalldämpfer für die MP ist natürlich auch sehr gediegen. Upsa, aus da. Weg da! Oh, ein Rotpunktvisier! Oh, ist es das schon? Sagen Sie mal! Ist es das schon? Ah, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Schnellwechsel. Erweitertes Schnellwechsel für die Pistole kann man schon mal drauf machen. Schnellwechsel. AR. War sowieso schon. Gut. Okay. Wieder raus. Und ab ins nächste Haus. Upsa, wir sind hier noch auf den alten Servern. Hier ist mit Klettern nicht so. Hier hat es eine Weste. Hier hat es M16. Ach je, ein Vierfachsucher ist natürlich auch nice. Sehr, sehr nice. Auch kein Mensch. ACP. Was soll das? Gibt es keine Winchester, da brauchen wir auch sowas nicht. So. Noch eine M16. Eine soll mir aber erstmal reichen. So, der Kreis ist schon losgelaufen. Das ist ja toll. Und ich habe immer noch nicht das besondere eine Rotpunkt gefunden. Schweige denn einen Rucksack. Ein Holo. Nee, Holo mögen wir nicht so. Holo haben wir noch nie so gemocht. Das ist es jetzt auch nicht. Oh, so. Hallo? Kuckuck. Ah. Energy Drinks, auch schön. Das ist nix. Puh, du, du, du. So, ich frage mich gerade, warum mein Aufnahmeprogramm hier bei mir oben überhaupt keinen Pegel anzeigt. Müsste aber eigentlich alles stimmen. Wenn nicht, muss ich die Aufnahme nochmal machen. Oder nachvertonen. Ich weiß es nicht. Doch, da war kurz ein Pegel. Yay. Ich bin, glaube ich, auch im Gesamten immer noch ein bisschen leise. Nachdem mir eine Runde Uno einst meine Einstellung komplett ruinierte. Ist immer noch nicht so ganz geschafft. Da ist noch ein Rotpunkt. Das könnte es sein. Nicht so ganz geschafft, den Pegel wieder so herzustellen, wie er idealerweise sein sollte. Bündungsfeuerdämpfer SR. Erweitertes Schnellwechsel MP. Ich nehme es mal mit. Habe ich ernsthaft immer noch keinen Rucksack gefunden. Gibt's das denn? So, war ich jetzt hier drin? Sagen Sie mal, nö, weil hier liegt der Rucksack. Sehr schön.
das Schnellwechselpistol haben wir schon. So, jetzt haben wir nicht mal allzu viel Zeit. Da kommt nämlich der Kreis. Kompensator MP nehmen wir nochmal mit, falls wir dann irgendwann vielleicht doch mal die MP finden sollten. Das wäre ja eigentlich ganz nett. Wir haben auch hier die Muni dazu. Sag mir, du kommst hier nicht weg. Da. Jetzt würde ich nämlich langsam doch ganz gerne mal hier ein bisschen abhauen. Es ist genau der richtige Platz zum Vogel. Da kommt nämlich der Greis. So, ich hätte gerne eigentlich da oben die Halle noch mitgenommen, aber das wird mir jetzt zu knapp. Also fahren wir hier jetzt erst einmal weg und mal in Kreisnähe. Da ist auch ein Moped, ist auch schön. So, wo ist denn der Kreis? Da ist der Kreis. So. Ich habe noch einen Rucksack. Wählen wir mal dieses Rotpunkt aus. Und der Vierfach-Sora, der auch schon viel Schönes. Aber das ist nicht das magische Rotpunkt. Ist das das magische Rotpunkt? Ja. Einen wunderschönen guten Tag bei 7 Days to Die. Im Singleplayer, ich mach's jetzt tatsächlich. Ich hatte hin und her überlegt, machst es nicht. Und ja, ich mach es. Allerdings läuft dieses 7 Days to Die Singleplayer Freitagsspecial nicht so ab, wie jetzt die letzten bisher waren. Was ja jetzt mittlerweile sowieso auch schon gut ein Jahr her ist, dass wir das gemacht haben. Gott, ist meine Truhe voll. Oh, da ist er ja. Ach, da bist du ja. Na komm. Aber immer noch nicht der Letzte. Da ist noch ein Freddy. Haben leider alle nichts Gescheites dabei gehabt. Das ist sehr bedauerlich. So. Ist noch alles ganz. So. Und wir sind versteckt. Wir haben die Nacht überlebt. Unsere Festung hat gehalten. Gerade so. So. Ach, das war ja nett. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie denn jetzt der Kreis hin. Ah, jagt uns einmal durch Georgo durch. Da oben ist er nah dran. Das hilft mir gar nichts. Das hilft mir gar nichts.
schon ziemlich viel rum. Vor allem auch noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Noch ein Rotpunkt. Haha, ich sag ja, ich bin Meister der Rotpunkte. Aber ich habe jetzt mal einen Rotpunkt gefunden. Mit dem Rotpunkt, was ich gefunden habe, zufrieden. Und man kann die mit diesem Rotpunkt, wie man jetzt eben schon gesehen hat, wunderschön in die Vergangenheit gucken. Nee, den Polizisten will ich jetzt nicht. Klappt eh wieder nicht. Super. Killt euch doch selbst. Kotzt euch doch selber an. Ehrlich. Arschloch. Du Scheiße. Ich hab eine Himmelsleiter gebaut. Jetzt. Jetzt. Wie gehen wir damit um? Jetzt gibt's eine direkte Möglichkeit von unten hoch auf den Berg. Aber wenn man oben drauf steht, traut man sich im ersten Moment nicht so ganz diese Leiter runterzugehen. Warum ist denn hier ein Loch im Boden? Warum verfolgen mich? Warum sieht's hier eigentlich überall aus wie Sau? Hier ist doch irgendwas mal schief gegangen. Außer explodiert vielleicht? Ach ja, das ist das. Ja. Es lässt sich als solches wiedererkennen. Mono-Ausgang. Ja gut, Mikros sind eigentlich immer in Mono, also... Schau mir beim... meistgesehen Abonnenten Ahoi. Ja, okay, alles klar. YouTube. So, und jetzt? Okay. Wähle die am besten geeigneten Einstellungen für deine Aufnahme. Achso, ja, das versuche ich ja gerade. Ah, ich wollte keine Webcam. Sieht mir ja meine blöde Fresse. Titel des Videos. So, in dieser Phase stehen dir verschiedene Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unter jedem Videoclip angezeigt wird. Ach je. Das Spiel hängt sich auf. Wähle jeweils eine Karte für jede Situation im Spiel aus, die es in deinem Video gibt. Ah ja. Ladebildschirm mit Hinweis. Ja, okay. Dann gehen wir mal einen sinnlosen Kommentar drauf. Jetzt, ich verstehe. Okay. Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du schon eine Menge in dieser Woche verpasst hast. Lass den Computer mal in der Ecke stehen und lerne mehr. Ja, Mutti. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfsarbeit etwas Geld dazu verdienen kannst, indem du auf die Tür klickst, kannst du arbeiten, aber vernachlässige deine Pflichten nicht. Ja, Mutti. So. Wäre ich so froh über eine UMP. Das bringt mir jetzt gar nichts. Das ist nicht das, was ich suche. Ich glaube, hier war ich noch nicht gewesen. Hier gibt es zumindest Verbände. Immer noch nur eine Waffe. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich noch keine zweite Waffe habe. Aber wenigstens habe ich einen Rotpunkt, mit dem man in die Vergangenheit gucken kann. Achso, starte ein neues Spiel.
Und ein freundliches Hallöchen bei Luther Kings. Oh mein Gott, wir sind live! Wir sind live! Mit Henne und mit dem einen, dem sensationellen, dem bislang unbekannten, aber bald nicht mehr. Dem Wix! Wix, der einzige, der eine, der wahre, der Wix. Idiot. Das war Jump and Run Level. Oh, passt schon. Jetzt kommt er. Hast du gerade einen Giftpilz gegessen? Ja. Hast aber Glück gehabt, dass wir dich nicht beklauen konnten, weil gerade die Tür aufging. So. Der ist ja noch relativ harmlos. So. Erstmal die Minions töten, oder? Ihr habt noch ein bisschen Zeit, oder? Ey, ich suche nach Pilzen. Ich hab's inzwischen über die Brücke geschafft. Echt? Ja. Ja, da vorne ist aber auch noch so ein blöder Feuerteufel. Ja, aber der hängt ja fest. So ein Skelett hängt hier auch gerade fest. Jetzt hängt er nicht mehr fest. Ja, jetzt rennt er hinter mal den hier. Scheiße. Ach, hier geht's hoch, ja. Ja, ich hab eben Skelett blockiert, indem ich mich voll dran gelegt hab. Ha! Zack. Ja, war wieder ein Kill. Eine Waffe. Boah, jetzt schießt er schon mit Feuerkugel. Ey, Hände, wenn wir uns hier hinhängen. Wenn wir uns hier hinlegen, können wir die Brücke blockieren, oder? Aber das hinter. Da doch. Ich glaube, das war's. Nee. Wir können nicht lange genug blockieren, dass einer weggehen kann. Ja, und die Brücke dicht. Okay, Mann, ich muss schnell durch und danach machen wir dich. Dann schiebst du deinen fetten Arsch dem mal. Dicht machen! Ja, Kill. Ja, der eine hat schon umgedreht. Kill! Sehr gut. Ja, los, das ist gut, dann kann er mal den abschießen, ja? Ja, Mann, ich kann ja drüber hüpfen, genau. Ja. Oh Mann, das sieht so blöd aus. Ah, fuck, ja, so? Ich getroffen. Stopp zur Brücke, Mann! Probier's doch, Mann. Ich muss da vorne die Kügel schnell erwischen. Jawohl, da ist wieder ein bisschen Leben dabei. Jetzt wird's spannend. Ja! Rage Mode! Hau weg, die Arschlöcher! Geil! Böder bremsen! Oh. Schön, da war funktioniert! Oh mein Gott, das eröffnet so viele neue Möglichkeiten! Bevor das Spiel startet, muss ich sagen, sinnlos, einfach sinnlos, verstehen Sie? Ja, meine Damen und Herren, verstehen Sie? Ja, das ist übrigens ein Racing-Spiel und ich liebe es ja, mit einem verehrlichen Schrei zu feiern, wenn ich kurz vor dem Ziel doch noch Erster werde. Das ist, ja, gut. Zusammenfassend kann ich sagen, Outro. Tschüss, Chris. Unglücklicherweise hast du die Bedingungen des Netzwerks nicht erfüllt und du wurdest rausgeschmissen. Das Netzwerk wird für einen Monat gesperrt. Nach dieser Zeit kannst du dem Netzwerk in denselben Bedingungen wieder beitreten. Was? Was heißt denn jetzt hier Game Over? Hallo? Ihr werdet ja wohl jetzt. Hallo? Das ist doch hier. Das ist doch hier eine Simulation, wie mal hier, bitteschön. Seit wann kann man denn in einem Leben Game Over gehen? Ist das jetzt echt denen ihr Ernst? Wie wollen wir das jetzt hier an dieser Stelle das Spiel quasi abbrechen und sagen, du hast verloren, das ist es jetzt gewesen? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Du könntest doch jetzt hier nicht einfach mein Leben abwürgen.
Was soll ich denn davon halten? Und noch einen Monat, in dem ich meine Miete nicht zahlen konnte. Ich war pleite, tut mir leid, aber meine Karriere war hier nun zu Ende. Ach du Scheiße. Das ist aber asozial. Ja, aber die Zahlen sind dieselben. Nein. Ah, nee, sind 300 eben, ne? Ja. Henne, was du da tust, ist nicht erlaubt. Ist geil. Leider. Oh nein! Ich fand's einfach nur geil. Ach, atma. Das war. Der Mann, ich wollte gerade sagen, was du nicht tun sollst. Halt dich dran. Sehr schön. Bin zu viel im Kreis gefahren, du musst mal ran. Da habe ich sogar ein Verbindungsachtungszeichen oder eben nicht. Verbindungsachtung. Das hatte ich eben die ganze Zeit. Wir möchten Sie vom Hersteller von Rocket League darauf hinweisen, dass Sie bitte unsere Verbindung achten. Ich mag die Verbindung, das können Sie auch mal öfter zeigen. Schatz! Porto, wo nichts erinnert. Oh, ein schöner Dot. Ja, schön. Scheiße! Ja, danke. Au. Okay. Ich hab mich zu sehr auf den Text konzentriert. Klar. Ja! Boah. Boah. Brutal reingedrückt. Batz! Ciao! Ich hab Schüsse gehört. Das ist ja auch schön. Ist die Tür offen, die bin ich gewesen, ja. Frage, wenn man den Schüsse hört. Will ich da sein? Fuck. Jetzt bleibt mir aber nicht mehr viel anderes übrig. Jetzt nehme ich da Kreis. Das ist scheiße, weil ich weiß. Wo geht das nicht? Ich hau ab. Ich muss da durch, ich muss da durchkommen. Jawohl. Schießt da einer auf mich, der ist glücklicherweise zu blöd. Verreckt doch da draußen. Mir doch egal. Direkt doch außerhalb des Kreises, du Vollidiot. Boah, das nicht. Boah. Schon ein bisschen unangenehm. Ich hab doch mein magisches Rotpunkt. Einen wunderschönen guten Tag zurück hier. Steckdosenman, Heißluftföhngirl und wo ist eigentlich Drehstromboy? Ach da! Ich muss mich mit dringend. Mit dringend. Jaden, dieser nämlich süß aus gerade. Wer bist denn du?
Jaden, hört ich hier. Hier, sollen wir mal fängt chatten hier, Schnuckipups. Das geht ja so nicht, ne? Hier, Kilian. Du hast die Nase voll von mir. Gestern lud ich dich ein, doch seit dem neuesten trinkst du kein Bier mehr, sagtest du zu mir. Yeah, vielleicht ist es was Persönliches, das war mir bislang nicht klar. Früher war das Verhältnis zwischen uns nahezu wunderbar. Doch dann hast du die Arbeit verweigert, ein Fehler war bitterbös. Und ich trat dich vor die Tür und du holtest rum, du Mimös. Jetzt, a little time later, Kilian, du bist mein Hater, wir zusammen werden nie glücklich sein. Du bist nicht mehr Mitarbeiter mein. Doch mir geht es besser. Toi, 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 denn ich hab jetzt, wer hätt's gedacht? Drehstromboy. Da war er wieder, der Drehstromboy. Ja. Steckdosenman und Drehstromboy. Was macht Heißluft für ein Girl? The hottest girl in the world. Come on, baby. So, neues Gehäuse. Das ist, was ich brauche. Und eine Tastatur, Bildschirm und eine Maus auch. Alles gibt's im Sonderangebot beim Netto nebenan. Ich wusste bis dato gar nicht, dass man Hightech-Rechner günstiger auch bei Netto kaufen kann. Tja. Mehr hat es oder mehr hat es nicht. Is professional Foul of Math. Ist ja immer noch falsch geschrieben, Math. Cocaine. And Ecstasy. Yeah. Foul of Math. Cocaine and Ecstasy. Ecstasy. Drogenparty heute. Richtig fette Drogenparty, bis irgendwann der Strom ausfällt. Alles ist dunkel und man fragt sich, wer war das? Wer ist gekommen? Wer hat die Sicherungen rausgedreht? Wer unterbindet hier die riesen fette Drogenparty? Die Antwort ist leicht, so leicht. Gibt nur einen, der sowas erreicht. Jeder wird ihn kennen. Steckdosenman. Ja, Steckdosenman. Da guckt jemand um die Ecke so scheu. Wer ist denn das? Es ist Durchstromboy. Er hat das Licht wieder angeknipst. Warum? Weil er selber gern fixt. Durchstromboy braucht Adrenalin. Durchstromboy, zack, haut's ihn hin. Das war wieder mal zu viel. Bogenschützenbereich!
Was, Kirche haben wir auch schon gebaut, oder was ist hier los bei dir? Nee. Was ist ich? Irgendwo hat's Gong gemacht. Ja, ich hab gekillt. Ich dachte schon. Ich meine, ich weiß ja, dass du gut bist, aber irgendwo müssen wir dem Ganzen auch mal Grenzen setzen, ne? Dann mach ich doch mit Mauern. Gut, sehr gut. Warum ist eigentlich der Backfield noch nicht komplett? Da ist irgendwo eine Lücke. Also jetzt guck mal bitte bei mir. Wir werden überfallen. Da bin ich aber Lateiner. Also bei dir liegt's da, ja, aber bei mir ist halt 8 zu. Warum werde ich denn jetzt von blauen Männern überfallen, wenn der rote vor meiner Nase steht? Vielleicht ist die Lücke durch diese ganzen Stein-Constructions gegeben, dass das halt irgendwo theoretisch lückenbehaftet ist. Ja, ich habe jetzt diese Steinkonstruktion mal einmal durchgeguckt, da ist aber eigentlich ziemlich... Ja, also, es ist definitiv keine Lücke, wo man durchladen kann. Ja. Naja, der Bergfried wird schon noch komplett werden. Mein Bogen ist euer! Tribok bereit, Sire! Flugbahn ist berechnet! Balliste ist hochgekurbelt! Ey, Marshall, bei Ihnen brennt! Sehr kriegsgrößte Herrscher! Immer noch ins Bett! Ach, du bist auch nur der Zweite. Ja? Dann ist der Blaue wohl ziemlich penetrös, würde ich sagen. Weil der Gelbe wird's nicht sein. Dem brennen gerade die Mitarbeiter weg. Balliste bereit, my lord. Ja, als ob der Blaue ist. Mhm. Wie geil das aussieht, wenn die Dorfbewohner mit einem Eimer Wasser zum Löschen angerannt kommen und samt ihrem Eimer Wasser im Feuer verbrennen. Balliste, bereit, mein Lord. Balliste, bereit, mein Lord. Ist hochgekurbelt. Ach du Scheiße, das Feuer verbreitet sich aber großzügig im ganzen Dorf. Bei dir? Beim Marshall brennt gerade das gesamte Dorf weg. Obwohl ich nur das vorderste Haus angezündet habe. Das Feuer frisst sich einmal durch. Dem brennen mittlerweile die Soldaten auf dem Burgfried weg. Haha, was ein Anblick! Balliste ist bereit, mein Lord. Krass. Ein Riesenteil hier. Ist auch hübsch mit den einzelnen Terrassen hier. Habe ich den ganzen Tag damit verbracht, hier im Kreis zu fliegen. Also ich werde, denke ich mal, als nächstes dann in der nächsten Aufnahme der nächsten Folge, wenn wir erstmal hier weitermachen, wieder ein bisschen zuschütten, dass wir das hier ringsrum alles mal hinkriegen. Dann werden wir die Gewächshäuser setzen. Dann werden wir uns hier hinten ein wenig ums Außengelände kümmern. Hier muss ja auch eigentlich irgendwo noch Hagrids Hütte hin, dann eigentlich brauchen wir hier hinten noch ein Quidditch-Feld und all so ein Kram. Und dann, wenn wir das haben, dann geht's an die Inneneinrichtung.
brauche ich erst mal Heilung. So. Dann können wir auch wieder das magische Rotpunkt betrachten. Ein freundliches Hallo zum Freitagsspecial, sag ich mal. Wie heißt der Quatsch hier? Der. Aber es ist doch Montag! Player Unknowns Battlegrounds. Ein Spiel, genau. Unbekannt. Schlachtfeld. Kampfplatz. Genau, Kampfplatz. Richtig. Richtig. Und der Kohli erklärt uns jetzt das Spiel. Nicht nochmal. Kohli, erklär uns das Leben. Bei aller Liebe zum Spiel erklären. Wenn ich sage, ich glaube, ich höre Schritte, kannst du nicht zu meinen sagen, also der Kreis wird immer kleiner oder der wurde so und so und so. Und nur weil ich dann anfange zu brüllen, die soll die Fresse halten, heißt das nicht, dass du lauter reden musst. Da liegt einer genau hinterm Auto. Boah, da ist er, ja. Links. Rechts auch. Ja, yeah. Ah, die alle hinterm Auto, ja. Ins Haus. Fuck! Ja, es sind zwei ins Haus, dann sind wahrscheinlich zwei liegen geblieben. Oh, du hast gesagt, die sind ins Haus! Die, ja, die zwei. Das sind aber, die sind aber vier! Die sind ins Haus, dann denke ich, dass vier Leute im Haus sind. Ich habe noch einen Helm gesehen und dachte, oh, ein Wachposten, gut, drei oder vier, da kann man ist sich schon. Ist Kibin eigentlich noch da? Der hat sich gemutet, ja. Oh. Aber ich bin nicht mal in dem Fenster, ich bin in ganz anderen Raum jetzt. Ja, wie komme ich da hin? Das war das Haus, wo wir eben drin waren. Ja, ja. Was war der Knopf aber zum Umwechseln auf, ich sag mal, Dauerfeuer? B. Was? B. B. Wenn ich jetzt hier rausgehe, werde ich doch Eis abgeschossen, oder? Du rennst nicht, das treffen die nicht durch die ganzen Häuser da. Nur ob ich jetzt bin, war. Ja, die sind im Haus, wo Kohle auch war bei mir. Fuck, wo kam der denn jetzt her? Fuck! Ja, geht mir genauso, ich bin. Ah, verdammt, ich hab ihn zwar angeschossen, aber. Wo bist du denn? Ja, komm her, komm her! Fuck! Vorsicht, die sind unten. Komm. Ja, ich hatte so viel schönes Zeug. Ich sag's ja, es ist so unspektakulär. Ja, na, ihr seid drin. Gut, ja. Alle blaue Kreise. Ach, gut. Wenn ihr so an der Wand geht und nach unten guckt und dagegen lauft, könnt ihr ein bisschen drüber linsen. Könnt ihr durch die Fenster gucken, ohne hochzugehen. Ja. Mit Steuerung kann man auch schleichen, also langsam laufen, dann macht man noch weniger Geräusche. Ich glaube, da oben direkt über uns an dem Hügel sitzt ein Sniper. Das ist, glaube ich, dieser einzelne Knall, den wir immer wieder hören. Pong. Wir gehen jetzt bestimmt zu Kulis Zeug, oder? Oh, nein, nein, nein! Schuss! Ja! Oh, ich hab den gar nicht, oder? Ich hab nur Waffen gesehen, voll der Fehler. Ja, das passiert mir auch schon. Rechts! Oh, da! Ah, schade. Ah, fuck, gerade am Reloaden gewesen. Das war klar. Das hat er gehört, dass du am. Ja, natürlich. Das war wahrscheinlich sein Kumpel, der so, hört den da oben. Ja. Wollen sie mich die Zange nehmen? Der eine wäre eine Sekunde früher gekommen, hätten sie mich auch gekriegt gleich. Eigentlich müssten wir jetzt auch eine Schaufel dazu packen, aber. Komm, ist egal. So. Was ist das? Dem Karottenschild und dann hier das letzte, das Farnhaus. Na ja, hier mit einem richtig schönen großen Schulungstisch quasi, ne, wo sie hier auch allesamt sitzen und umtopfen können. Könnten wir fast als Alraunen verkaufen, glaube ich. Das ist einfach so ein bisschen Deko hier, ne? Jawoll! Von der Neistigkeit her würde ich sagen, definitiv am Stissel. Jetzt werden wir da unten gerade mal noch die hässlichen Überreste entfernen, die jetzt die ganze Zeit stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die zerfallen, weil ich die eigentlich, glaube ich, selber da angebracht habe. Dann kann es natürlich passieren, dass die bestehen bleiben. Kein blassen Schimmer. Der Idiot, der hier meint, auf uns schießen zu müssen. Wer jetzt hin ist.
Ansonsten habe ich auch immer noch diesen hier. Ich finde es ein bisschen verwirrend, was er da als Portal in die Gegend pflanzt. Hä? Und was ich vor allem verwirrend finde, ist, was... Das klang auch verwirrend. Was ist mit diesem... Mit die Kohlen. Mit diesem Moped-Chassis hier. Ja, das, wenn du es wegkriegst, cool. Nimm's weg. Ich kann's nicht abbauen. Ja, das Problem ist, wenn ich dagegen schlag, geht dein Holz dahinter kaputt. Richtig. Das war aber vorher nicht da und ich konnte es trotzdem nicht abbauen. Also, egal, was man tut, das Holz geht kaputt. Braucht jemand noch ein Pistolbook? Nein. Nope. Und wenn du das Holz kaputt hast, machst du halt die Erde kaputt. Aber scheinbar kann nur Kohle das Chassis der unzerstörbaren Vernichtung zerstören. Wobei es aber auch schön ist, weil wenn das eine Zombie-Welle lang gerannt kommt, teilt sie sich am Chassis. Könnte man hier eine Mine platzieren? In dem Chassis lebt der Geist von Kohle. Ja. Ich war eben in einem deiner beiden Türme, komm raus, da stand Kohle auf diesem Chassis drauf und bin, als ich näher ran. Und jetzt ist er wieder da und er hackt Stein! Was? Was? Jetzt ist er wieder weg. Was? Seltsame Dinge geschehen. Okay, Martin, wir hatten das Thema Wein eben kurz angesprochen, aber... ich hab nicht gedacht, dass wir auf dem Status sind. Da ist er wieder. Und jetzt hat er die Armbrust in der Hand. Ja, da habe ich tatsächlich gerade. Du siehst mich. Jetzt ist er wieder weg. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Ohne Scheiße, dieses Chassis ist gruselig. Nein, hat er nicht gereicht. Ich habe hier aber noch einen Kugelfisch. Ja, sehr gut. So. Damit haben wir jetzt zweimal Miezekatze. Wunderbar, zweimal Miezekatze. Damit können wir Miezekatze auch züchten. Fieb. Jetzt müssen wir nur noch den Heimweg finden. Jetzt muss man nur noch den Heimweg finden. Das könnte sich als kompliziert erweisen. Kommt doch mal her, Katzen. Ihr werdet jetzt mal erprobt. Das ist nämlich ein Creeper. Ja. Sehr gut. Die Anti-Creeper-Katzen. Sehr schön. Ich danke euch trotzdem für das Zuschauen, gerade die, die jetzt das ganze letzte Jahr immer wieder dabei waren bei allem, was wir hier gemacht haben mit auch mit den Jungs und dem ganze Chaos zwischendurch und die Heißmissionen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß daran, wie auch wir unseren Spaß gehabt haben in der Zwischenzeit und naja, mal sehen, was sich Rockstar in Zukunft noch weiter so ausdenkt. Ich bin weg, Freunde.
bin ein echter Gangster, ich trage einen Cowboy-Hut. Wie Ruth es tut. Ja, wie geht's denn Ruth? Gut. Schön. Schön, ne? Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle einfach mal ein freundliches Hallo an die da draußen richten und vor allem an den guten... Die Musik ist ja viel zu laut! Das ist ja unglaublich. Er möchte gerade an den guten irgendwas, aber er spricht nicht mit uns. Nee, den guten Sören möchte ich grüßen, weil der hat sich das gewünscht und zack, da sind wir wieder. Ja. Wenn man nur zwei Zuschauer hat, dann kann man auch deren Wünsche erfüllen. Ab 10 würde es anstrengend, Qualität aber... Qualität vor Quantität. Ja, mit meinen Quanten hat es nichts zu tun. Und ich denke, das tun wir mit einer gewissen Würde und Esprit. Oh, was ist hier für eine Party? Wo jetzt genau? Ist auch hier, oder? Ja, ist auch hier. Da vorne ist doch die Party. Du meinst diese ganzen grünen Menschen, ja, die hier alle umfallen? Ja, die ganzen Leute, die hier rumfallen, genau. Es ist irgendwie, keine Ahnung, der Alien-Invasion oder so. Ja, warum fallen die alle um? Schießt du die ab? Ach Quatsch, warum sollte ich denn? Das wäre total asozial, oder? Aber da schießen doch noch andere. Die fallen mir in den Rücken! Schweinerei! Oh, SWAT ist da. Ihr seid das toll. War der Granatenwerfer. Was, du hast einen Kanackenwerfer? Das ist cool. Das wirkt gegen Polizei und löst das Ausländerproblem. Oh, jetzt sind sie mich abgeschossen. Der eine rennt nochmal hin, um zu gucken, ob du wirklich tot bist. So, Freunde. Zeigt, was in euch steckt. Auch der eine zeigt, was in ihm steckt. Jemand hat unten geludert, ist der Noren, hat zur Sicherheit die Tür zugemacht. Schlussfolgern, Graf Koks von der Donnerwoche. So, jetzt hängt mir doch das Ding im Nacken. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir das Auto los. Hier fährt auch einer vor. Unten laufen welche! Ja. Ach stimmt, wir spielen mit Vierer spielen, ne? Ja, ich sehe nur einen. Ich sehe einen, aber die anderen sind wahrscheinlich auch im Auto. Im Haus da links irgendwo. Jetzt geht ihn unangenehm. Und zwar genau jetzt. Wow. Oben am Turm steht einer auf der Treppe. Die gehen am Baum. Ah, da, rück zu mir auf. Er kommt. Ja, da kommt die Treppe runter. Soll ich lieber erst aufheben, ne? Ja. Wo bist du? Hinter dem Baum! Ach, hinter dem Baum! Ach du Scheiße, ich bin in den anderen Baum geklettert. Kraxelt. Meinst du, ich kann das riskieren, aufzustehen? Sprinten, Waffe weg und sprinten. Ich glaube, das ist ein freies Feld hier. Da muss ich übrigens beeilen, ich sag's ja nur, ne? Mhm. Du kannst natürlich gerne auch ein bisschen Zeit lassen, aber dann kannst du das hier alleine ausmachen. So, der Kreis sagt was? Oh, ist gar nicht so weit, das ist natürlich nice. Ach, ich trau mich jetzt im Moment gar nicht weiter, aber wir haben noch ganz viele Blicke in unser Rotpunkt zu werfen, bevor es zu spät ist. Mann, ihr nicht. Ja, was ist denn das? Achso, das. What? Oh. Oh shit. Oh shit. Mann, bist du auf? Wuhu! Absichtig bitte! Nein! Uff! Ey, ich will wenigstens voratmen. Hui! Scheiße!
fahren ja noch ganz entspannt. Danke für den Schubser! Ja, wir sind voll am Rennen, ey! Ja. Der Mann, hör auf! Oh, jetzt hat Baby die Raketen. Au, oh, stark. Ah! Was? Ach, okay. Ah! Drecksack! So. Ist natürlich ein Problem. Der da oben. Den wäre ich gern los vorher. Danke. Um wach zu werden, da hat er sich so einen Gesundheitstrank erdacht. Den wollte er sich zusammenschustern irgendwie aus Lehm. Und ja. Da er alleine zu schwach war, hat er sich einfach mal ins Hirn eines anderen gepflanzt und hat gesagt, hey, du machst jetzt Popcorn. Und dann sind wir zusammen losgezogen, haben wir ein bisschen Trolle im Kerker versteckt und so, ne, was man so macht im jugendlichen Leichtsinn. Und ja, dann war es plötzlich so, ja, dass es so war. Also der lustig fette Kerl, von dem wir anfangs sprachen, der hat ein Faible für komische Tiere, so hat er einen dreiköpfigen Hund. Man könnte ihn als überzüchtet bezeichnen, aber hey, jedem das seine. Und er wacht jetzt im Kerker über den Lehm. Das ist nämlich ganz spezieller Lehm, das ist Zauberlehm. Hat auch nicht jeder. Und du, hör auf, meine Erde zu klauen, du Hampelmann! Du brauchst gar nicht rumheulen. Wenn ihr einer rumheult, bin ich das, ja? Hat ein weiches Fell. Fledermaus geht, wird's hell. Fledermaus. Fledermaus ist heute nicht zu Haus. Die Fledermaus ist aus. Die muss halt auch mal raus. Die Fledermaus. Die kleine süße Fledermaus geht mit Fledermini-Maus aus. Fledermaus. Fledermickey-Maus und Fledermini-Maus gehen zusammen aus. Fledermini-Maus. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's. Da bin ich. Live und in Farbe und hier in der Folge 1000 von Minecraft. Mit einem sensationell leeren Inventar. Hochmotiviert und ohne jeglichen Plan. So wie ich's angekündigt hatte. Upsa, da ist die Tür, da gehen wir raus. So, jetzt. Also eigentlich habe ich hier. Ach, jetzt gucke ich hier mein eigenes Fenster an oder was. Das ist ja auch toll. Aber da seht ihr hier, da hatte ich das eigentlich hier so. Hatte ich das eigentlich so eingetragen hier unten? Dass das so heißen soll. Warum das jetzt so nicht heißt, ist mir jetzt auch nicht klar. Verstehe ich jetzt auch nicht. Da. Aber das Lustige ist, wenn ich das jetzt eine Weile mache, dann sehe ich jetzt hier, habe ich ja das Fenster mit dem Fenster und da ist jetzt das Fenster in dem Fenster, in dem Fenster, in dem Fenster. Das geht jetzt immer so weiter. Ne, okay, das bringt jetzt auch nichts. Gut. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Dann ist es halt jetzt komisch. So also, blödes Huhn, kommst du jetzt mal mit oder was? Das Lachen, ich hätte jetzt gerne zum Abschluss nochmal die Mariachi-Band, aber ich krieg mit anderen Musik im Kopf die gerade nicht rein. Das tut mir leid. Beim nächsten Mal. Ich kann sie gerne irgendwie. Doch, wir kriegen das mit der Mariachi-Band noch hin. Lass mich überlegen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich, beende Minecraft zumindest an der Stelle schon mal. Die Folge 1000 ist jetzt zu Ende, denn da geht jetzt die Sonne schon längst nicht mehr unter, die ist weg. Ich bin hier schon mal raus aus Minecraft. Morgen geht's mit der 1001 dann weiter und dann mache ich, was ich will. So sieht das aus. Tschüssikowski, ich spring jetzt hier nicht nochmal. Auf die nächsten 1000 Folgen. Was? 1000? Das sind ja ein bisschen viel, 1000. Auf die nächste 1 Million. Und mit jeder weiteren Folge ein Abonnent mehr. So, Ziel für die Zukunft. So. Dann sind wir hier schon mal raus. Tschüss. Ich hätte so gerne noch eine zweite Waffe gefunden, war aber natürlich wieder nichts.
Ist alles außerhalb hier. Keine Ahnung, was für ein Kerl ist, der da eben noch auf uns geschossen hat. Der es jetzt irgendwie noch reingeschafft hat. Wenn nicht, weiß es nicht. Ein herzerweichendes Moin Moin, meine FPS-Zahlen machen gerade Akrobatik. Richtig, es sieht anders aus. Richtig, wir haben keinen Jader drin. Richtig, das ist Marlin. Richtig, das ist ein Steinpenis, der von oben epischer aussieht als von unten. Wobei ich gedacht habe, wenn man den von oben anguckt, dann könnte das hier auch ein Rüssel und das zwei Ohren sein und dann ist das ein Elefant von vorne. Apropos Elefant. Gruß an Cash. Hallo. Cash ist auch da und war das eine Überleitung? Ja? Spitzhacke falsch rum. Das war eine geile Überleitung. Gut, das kann jetzt auch keiner kritisieren. Doch, doch, doch. Im Wirsingreich deutscher Nation geht das. Das große Wirsingische Reich. Wollt ihr den totalen Wirsing? Und wir singen. Humba, humba, humba. Transferleistung. Ja, wie viel Millionen? Einer von 80. Oh. Naja, das ist ja. Das ist ja so unser aller Schicksal. Ja, das ist für jeden Topf gibt es einen Deckel, aber das ist wie mit den Socken. Eine Hälfte verschwindet immer. Man hat mal beides gehabt. Jetzt habe ich Klingenschamane. Nice! Hey, follow me. Ach, ich wollte wieder runterschießen, aber die Fähigkeit war nicht aufgeladen. Scheiße. Hinfort! Nein. Keiner der hier anwesenden Goblins ist auch nur im Ansatz in der Lage, diese Karte zu besitzen. Kriegt man dann eigentlich jedes Mal eine Gratiswaffe oder wie ist das? Oder wie? Oder kriegt man die einfach so? Dann schaltet man halt einmal. So. Nee, nicht einmal, du schaltest halt eine Waffe frei und hast natürlich beim nächsten Mal noch eine Waffe freizuschalten. Okay. Dann noch eine, dann noch eine. Hätte jetzt natürlich irgendwas Episches sein können, wie so ein Kreissägenwerfer oder so, aber wenn du dich halt mit dem Arsch ins Feuer setzen musst. Ja, es gibt einen Kreissägenwerfer. Das war für ihn in der Situation auch episch. So, jetzt geht's wieder ab am Harry Potter Stab. Harry Potter! Der Henne wedelt mir die ganze Zeit mit seinem Zauberstab. Aus gutem Grund. Wir schlingen mir Bilder. Oh ja, das schaffen wir wieder. Alle zusammen. Ja, Achtung, Pippin, bei dieser Challenge, wenn alle dieselbe Menge Pilze gegessen haben, bekommen alle die Karte. Also nicht einfach so viel Pilze fressen, wie du willst, sondern wir sprechen uns ab, dass alle die Karte bekommen. Drum-Mobie. Kann man es bei fast allen Sachen machen, wo es darum geht, wer mehr hat und so weiter. Außer halt, wenn er wirklich am Verrecken ist, das geht natürlich vor. Ja, ja klar, aber das gleich ist die anderen halt danach wieder aus. Ja. Ganz schön. Die Kerzen machen dann keinen Schaden. Ja, dann guckt, dass ihr aber euch da hinten die Flammen machen Schaden oder so. Aber dann ist du auch noch einer, holt ihr euch den zu zweit. Kann ich noch einen nehmen, oder? Ja, ja. Hier, da, die machen Schaden. Stimmt, oh, ja, du könntest ein Schadenspilz, ja. Ja, Schadenspilz oder in die Fackel stellen. Stimmt. Verfacke mein Po. Ja, das heißt, meinem Hodensieg. Pilzen hochziehen. Warte mal noch. Nein, warte mal noch. Ich hab. Halt. Ja, Martin ist jetzt auch ausgeglichen. Heine kriegt auch. Ja, warte mal, Pippin, komm, wir. Ach nee, ich kann dich nicht mehr. Ich habe ja meine. Keiner von euch eine Heilfähigkeit auf der Götterfähigkeit? Nee. Nee. Ah, ich hab mal. Ja, ich hab meine auch eingebüßt. Ich mache jetzt Feuerkreis. Das ist der Hennis bei 3. Guck mal, ob du siehst, wenn ich da dich erinnere. Das ist witzig. Das ist, so hat es irgendwie. Ich hab. So klar, weil ich die F9-Taste nicht benutzt habe. Das ist witzig. Ich habe F9 gedrückt und dann hat er die Aufnahme gestartet von dem Aufnahmeprogramm und gleichzeitig von Evolve. Und dann haben wir jetzt rumprobiert und dann habe ich manuell per Maus das normale Programm wieder beendet, während die Evolve-Aufnahme weiterlief. Jetzt habe ich ist gewieft. Ja, jetzt habe ich mit F9 die normale Aufnahme gestartet und gleichzeitig die von Evolve beendet. Oh, herzlich willkommen! Und tschüss! So. Jetzt sollte ich bei dir ein Spiel sehen. Ja. Nö.
Ich habe beschlossen, ich baue meinen Bauernhof neben den anderen großen kommerziellen Bauernhof, mache eine feindliche Übernahme und bin am Ende der König der Bauernhöfe. Gut, dann werde ich als allererstes den Namen meines Gebäudes umnennen in... Dampukistan 2. In... Ich nenne es... Ich nenne meins liebevoll, ich kann nicht auf Wege bauen. Kackbude. Es ist eh nicht von Dauer. So. Ich bin ein Leona. Sehr lecker. Ich bin ein Leona. Hier oben ist schon eine evangelische Kirche. Ich habe ja vorhin schon festgestellt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Was? Mit der evangelischen Kirche. Warum? Weil wir hier jetzt gerade Frühling 1404 haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber es ist ein Dienstag. Und die Reformation war 1517. Das heißt, also wir haben hier 100 Jahre zu früh eine evangelische Kirche. Weißt du? Du kotzt mich an. Was ist? Was ist? Frag nicht so blöd. Angreifen. Oh ja, angreifen, ausrauben, jemanden bedrohen. Jemanden bestechen, Wächter bestechen, jemanden erpressen, jemanden den Rest geben. Eine Reise antreten. Das klingt alles so positiv. Ich weiß nur, der Kreis läuft nicht, was los. Verdammt. Diese geringe Nation nochmal, wenn man diese komischen grünen Dinger aufsammelt, immer mehr, ne, oder so. Ja, diese Frage und viele andere, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge. Hallo Atmer, möchtest du weiter mit deinem Nahkampfholzknüppel oder hast du noch Alternativen im Angebot? Hier. Ah, okay. Ja. Wollen wir wieder... Ich bin wieder down, der ist so wahnsinnig schnell, dieser Arsch. Hier, heb du Martin auf, Timo und ich. Okay. Ich hab die Unsterblichkeiten. Ah, nee, hab ich ja nicht, wenn einer down liegt. Scheiße. Ja, aber ich bin gleich wieder da. Achtung, 3, 2, 1, go. Ja, bin unsterblich, hab ihn gespottet. Haut drauf, Leute, haut drauf. Ah. Rechtsklick, Attacke, der hat ein Schild aktiviert. Rechtsklick zum Schild brechen. Genau, hat jetzt drauf, Schaden hauen. Spot ist vorbei, Spot nein, ist vorbei. Nein, ich will den Team jetzt. Ah, fuck. Du kannst keinen Rechtsklick machen, Atme. Ja, komm schon, die Drecksau. Ja! Nice. Yes. Endlich mal geschafft, ich glaub's nicht, ey. Oh, Level up, ey. Sauber. Oh, geile Scheiße. Da oben ist der Ausgang, Jungs. Ja, wo ist der Ding, was Cooles? Ach, da, ja. Was Cooles? Was mega Cooles. Hier sind zwei Loren, kann man jetzt nicht... Lorenfahrt. Ich höre ein Fenster. Der kam aus einer Amphore gerade. Oh. What the fuck? Schlecht aus. Holy crap! Ich glaub, die Folge hat Überlänge. Ich hab's nicht mehr. Das ist eine Kreuzkrabbe, die hat. Boah. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das folgende ist etwas ganz Spezielles. Man könnte es betrachten als ein 100-Abonnenten-Special, so sagte mir einst der kommende Protagonist. Es mag auf den ein oder anderen verstörend wirken. Ich kann euch beruhigen. Das ist es auch. Herzlich willkommen zum Basteltutorial bei Rhythmica 83.
So, heute mit dem Atmer. Welchen Stoff hätten wir denn gerne? Ich finde das Helle schön. Das Helle ist schön. So, was hätten wir gerne? Ein Lätzchen oder ein Armbändchen oder ein schönen BH, ne? Oder ein... Ich fände ein Armband, fände ich ganz normal. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt die gescheite Länge finden. Ach, das Vorfall ist schön, okay. Nein, das ist nicht schön. Ja, es geht weiter. Es geht immer weiter. Ja, das finde ich toll. Ah, wunderbar. Das sieht natürlich jetzt wesentlich graziler aus, ganz klar. Scheren-Action-Cam. Wieso die Schere auf einen zuschneidet. Das als 3D-Video wäre mega geil. Stimmt. So, das erste Stück wäre auch geschafft. Sehr hübsch, wirklich sehr hübsch. So, aber jetzt ist es natürlich noch etwas schlimm. Aber wir haben ja noch eine zweite Runde. Gleich nach der Werbung. Präsentiert Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Und da sind wir auch schon wieder beim Schnitt nach dem Schnitt. Der Jan macht das. Ach, gar wundertoll. Jetzt legen wir es einmal kurz um und schauen, ob es wirklich zu kurz ist. Ah, schade, wir haben Glück. Es ist tatsächlich lang genug. Schön. Mit nur einer Waffe fühle ich mich nicht gut. Nur einer Waffe fehlt mir jeder Mut. Mit nur einer Waffe weiß ich auch nicht dann, ob ich hier so wirklich was reißen kann. Der Reiz kommt mir gerade ein bisschen zu nah. Kreis am Arsch, Kreis am Arsch. Huch, erwischt. Der hat's mir aber auch leicht gemacht. Was sagt man, Rotpunkt? Ja, geil, da gibt's ja hier bei den Haaren, der zweite ist ja die Original Dr. Brown Frisur. Das ist richtig cool. Erstmal einen Tee trinken. Was, der hat ja echt eine Teetasse in der Hand. Das ist so geil, gell? Und die schwammeln auch noch da rum. I'd like to have a drop of milk in my tea, please. Alright, I think... Oh. Das Coole ist, du kannst ihn nicht auskippen, denn wenn du jetzt mal mit deiner Tasse Tee einfach mal nach unten guckst, du kannst den Tee nicht ausschütten. Träubchen, Stößchen. Stößchen. Dieser komische Zombie hat auf mich geschossen. Ich hab eine Axt. Alter, jetzt dauert das hier ewig, das Nachladen. Ja, aber das ist richtig schön animiert. Das stimmt. Weiter, 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 weiter. Boah, der hat glaube ich schon 400er ungefähr. 500er, 400er hat er glaube ich. Also das ist ein höher als die. 3 Meter. Wow, Treffer. Wenn ihr ganz Q gedrückt habt, seht ihr auch die Entfernung, weil ich es gespottet habe. 472. Okay, linke Seite fertig machen bitte. So, durchladen komplett. Fahren von links an den nächsten Angriff. Hier ist leer. Ah. Oh, das war so, leer. Oben an, beim Deck bei mir liegen Kisten, Supply-Kisten. Die könnt ihr mitnehmen und unten aufbauen wieder. Wenn die leer sind allerdings, haben wir auch keine mehr. Dann sterben wir. Dann haben wir verloren wahrscheinlich. Okay. Wir haben gewonnen. Oh. Time limit reached. Aber das ist gut, da waren noch zwei Gegner drin. Und Doc Brown in der Mitte.
Doc Brown. Schön. Wir haben gehittet, ja. Hätte es sein, dass sie jetzt ans Fenster gehen und versuchen, uns wegzuschießen. Dann sehe ich uns, ich habe jetzt einen Vierfachscope. Stimmt. Ja, jetzt kommt er raus. Haben wieder einmal gehittet. Mhm. Schade, aber der scheint alleine zu sein. Oder die anderen sind schon im anderen Haus. Weil sonst hat sich ja gar nichts bewegt. Ja. So, jetzt habe ich noch zwei Energies. Könnte natürlich auch noch eine in dem Hügel. Ja, vielleicht in dem Hügel. Kohli, guckst du nach rechts oder soll ich nach rechts gucken? Ja. Kann nach rechts gucken. Der rennt jetzt auf eine Feld. Da rennt der nächste. Tot, oder? Beidet sie aus? Ja, ja, es sind nur noch zwei da jetzt. Ja, sehr gut. Oh, wir müssen uns bewegen. Ja! Nein! Ja! 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 Gewinner, Gewinner, Hühnchendinner und ich war sogar noch dabei. Ich war zwar down, es aber. Alle dabei. Es waren alle oh, down. Geil. Oh, Link, Hammer. Einer hinter den Bäumen, den habe ich noch erwischt. Der kam wirklich noch hinter dem Hügel raus. Geil. Ein Bild für Timo. Ja! Würde ich sagen, wenn ihr keine Einwände habt, so. In der Art sieht das jetzt aus. Ja, Fackeln an der Seite lassen wir dran. Die machen wir mal weg, glaube ich. Na, ja, die auch. Lass das mal ruhig ein bisschen dunkler sein. So. Wunderbar. War jetzt eine Riesenarbeit, diese Kammer auszuheben. Aber ich würde sagen, so kann man das stehen lassen. Ja. Kommt doch gut. Ja. So, okay. Klappe zu, auf den Tod. Und wir lassen die Kammer hinter uns und bezeichnen sie als fertig. Wir haben jetzt hier noch einiges an Broken Stone, den wir hier mitnehmen können. Mein Gott, sind das schöne Zahnräder. Ach Gott, ach Gott. Ja, ein freundliches, herzliches und meinetwegen auch ein komplett super gediegenes Willkommen. So, rum. Assassin's Creed Syndicate, genau. Zack, weiter mit B-Taste, blob. Ja, jetzt endlich kommen wir schon mal dazu. Ach Gottchen, oh, da kennt ihr die. Oh, kennt ihr sie? Ich kenne die alle. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Oh, ein Bär. Mei, wie putzig. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Oh. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Ja. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Ja. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten.
Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Sterics Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Nicht mehr. Ja, also wir sind Assassine und wir müssen den Brexit herbeirufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder? Oder was geht's hier überhaupt? Umzug fahren. Ferrous Ironworks Croydon 1868. Ja, wir sind in den. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Ahoi da unten! Ich bin der König der Bäume. Ich habe eine angeschlagene Rüstung und aus mir unerklärlichen Gründen. Ein XP von 7, das ist ein bisschen wenig. Das ist, ja, was? Ist ja geil. Oh, Tini! Du kleines, süßes Tier. Bitte komm zu mir. Kommst du her jetzt, du Saufee, du Scheißkack! Mistding, oh, kommst du auf den Grill, wenn du nicht bald beikommst hier? Weil wenn du nicht beikommst, kann ich dich auch nicht auf den Grill packen. Das ist eigentlich auch ziemlich doof. Vollpfosten for life, yo, was geht? Ocelot. I.A. Ocelot. Ist heute leider fort. Ist mir weggerannt. Hat mich wahrscheinlich von weitem erkannt. Oder hat mich gerochen, das kann natürlich auch sein. Kleiner Ocelot. Ich könnte erzählen, was ich da tue. Ich baue Lorenkarren und schicke sie alle auf Reise und stelle fest, dass ich selbst keine Lore habe. Und dann laufe ich eben. Zack. So, und dann schiebe ich sie alle dahin und dann stelle ich fest, scheiße, da kommen die gar nicht hoch, also nehme ich sie wieder auseinander. Und dann trage ich sie eben von Hand hoch und baue sie wieder zusammen und positioniere. So, muss ich mich hier ein bisschen im Fels verstecken. Puh. So. Es geht aufs Ende zu. Ich guck nochmal ins Rotpunkt. Ein freundliches Hallo zurück bei Minecraft. Ich bin über Meer. Weil ich da mal Lust drauf hatte. Zugegeben. Limburg. Letzte Birksch. Also jetzt haben sie teilweise die Sprachen hier auf Gölsch. Oh, jetzt hab ich ihn überfordert. Jetzt tut mir leid. Jetzt denkt er jetzt. Was jetzt nicht, was hier Limburg ist. Ja, ja, komm, fertig. Ich lass es mal auf Gölsch.
Und das ist ja immer, trotz riesen Hogwarts-Bau, ist das hier immer noch die Gebäude, die, das ist eigentlich immer noch mein ganzer Stolz hier. Meine Backsteinkirche. Ja, so in der Form hätte man sich eigentlich auch die große Halle von Hogwarts vorstellen können. Aber wenn ich das in diesen Dimensionen gebaut hätte, dann würde ich ja wirklich niemals fertig werden. Aber so würde man sich das normalerweise vorstellen wollen. Ein freundliches Hallöchen zum dieswöchigen Freitag-Special. Ich habe hin und her überlegt und mir ist einfach nichts eingefallen. Also habe ich gesagt, komm, scheiß doch der Hund drauf, spielt da einfach mal eine kleine Runde Rocket League. So zur Entspannung ist auch mal schön. Das letzte Mal, dass ich hier gerocket geleakt habe, ist eine Weile her. Habla. Da muss ich mich mal räuspern zu. Also man sieht, ich bin hier mittlerweile Platin-Rang. Da unten gibt es jetzt auch diese Saisonbelohnung hier. Da müsste ich jetzt erstmal Diamant-Rang werden, um da irgendwie weiterzukommen. Das versuche ich. Ja, what the fuck, what the fuck. Ich war nicht der Letzte hinten, du Vollnudel. Ja, genau. Wie sie sich dann immer aufregen können. Scheiße bauen. Dann drüber aufregen. Okay, der ist nämlich hier eindeutig der letzte Mann hin. Ja, wieder der letzte Mann das Tor verlassen. Mittlerweile sind die meisten Spieler wirklich nur bekloppte Balljäger. Und Teamplay, das sieht man da bei diesen beiden auch wieder wunderschön, verstehen die einfach überhaupt nichts. Deswegen gehen die meisten Spieler halt leider in die Hose. Firaxis Games. AMD. Gaming Evolved. Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind?
Civilization 6. Sid Meier's Civilization 6. So viel Zeit muss sein. Ja, und da ist auch Alexander uns jetzt schon begegnet. Das heißt, die Griechen haben wir auch direkt am Arsch. Das ist ja auch schön. Der ist jetzt zu uns gekommen mit seinen Kundschaftern. Eben sind meine Kundschafter an die englische Grenze gekommen. Jetzt kommen die Kundschafter von dem anderen mal zu uns. Deswegen genießt er dann mal unsere Gastfreundschaft. Wir laden ihn herzlich ein. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich Wiesbaden an und freuen Sie sich, hier gewesen zu sein. Da unten sind sie reingedoubled. Die kommen jetzt ja irgendwo von... schon weit gereist hier. Was ich sehr schön finde, ist dieser Aufbau hier dieses Landes. Wir haben jetzt hier das alles hier so ein bisschen in einem Kartendesign. Leere Flächen natürlich, von denen wir noch keine Ahnung haben. Ein freundliches Hallo. Ich sag dann jetzt auch endlich mal Hallo. So nach einer Dreiviertelminute kann man dann auch mal Hallo sagen, finde ich. Freitagabend, Freitagsbächeln, und ich habe jetzt, nachdem es ja beim letzten Mal Rocket League gab, aus Verzweiflung hin und her überlegt, was machst du denn? Und jetzt habe ich beschlossen, komm, immer mal wieder taucht mein Desktop-Hintergrund von meinem Banished-Städtchen auf, und das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ach, New Hope habe ich das genannt. Dann machen wir da oben nämlich noch ein Feld hin. Eins, zwei, acht. Wunderbar, das passt da auch hin. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Machen wir jetzt nicht mehr. Acht mal acht. Stellen wir jetzt mal auf einen runter. Weil mal ein Feld 8x8, das habe ich in meiner Hand, das Feld schon getestet und ausprobiert, das funktioniert. Wenn die direkt im Early Spring anfangen und bis zum Late Autumn durcharbeiten, dann schaffen die es ohne Probleme, ein Feld in Größe 8x8 auch alleine zu bestellen. Zu bestellen und abzuernten. Auf die Weise kann man sich ein bisschen Personal hier einsparen, das man woanders eher gebrauchen kann. Im Moment brauchen wir kein Personal. Passt schon. Und Herzerweichung ist mein Nerv. Da ist hier jetzt dann die Kohle, meine Fresse. Ach, Gaua. Kannst du einfach mit Tab durchwählen. Halli, hallo. Ich fließ auch immer. Mit Tab war das, ne? Ich will nicht in den Spülmodus. Über Lebensmodus. Hey, cool, ich hab ja voll coole Sachen. Timo Hero 18. Ja, ich fliege halt immer noch, gell? Ah, den Spielwies wurde ob Überlebensspielwies gewechselt. Spielwies! Ich bin in Spielwies gewechselt. Wird das mit 2 R geschrieben? Nein. Und damit starten wir mit dem falschen voran quasi, was ich falsch geschrieben habe. Ja, ich geb's. Yes, Baby, die Aida Stahl ist wieder da. Auf den Text habe ich genau gewartet, um die Aufnahme zu starten. Wunderschönen guten Tag einmal von mir und von Keshi. Henne. Weiter. Ja, Henne sagt nichts. Du hast mir mein Herz erweicht, dass mein Moin-Intro versaut. Du kannst über Kreuz reichen, oder du blödes Arschloch. Und das Ganze bin auf Österreichisch, ja? An der Stelle Gruß an Pipin. So, da ist sie. Völlig zusammenlos. Klein Moment bitte. Ladies and Gentlemen, wir wählen jetzt diese Nummer. 0175. Ich finde das ja eigentlich.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall noch was passiert, wenn sich wirklich eines Tages jemand meldet. Ich war gegen. Ich hab's so drauf, oder? Ich hab's so drauf. Es geht ja gar keiner dran. Ist ja öde. Dann wenigstens eine Mailbox. Beendet. Er hat einfach aufgelegt. Schade. Aber hat meine Nummer. Ich hab dich wieder zurückangerufen. Scheiße! War schon voll in einem wichtigen Meeting, ruft dich irgendwann heute Nacht zurück. Bestimmt gleich ein Anruf, ihr Lieben. Falls ihr einen Anruf bekommen. Martin! Warum hast du recht? Ich hab keine Ahnung, weißt du, der Hände probiert es immer wieder. Ich schreibe einmal eine Nummer und es passt. Ich hab's muss ich auch noch schwärzen in der. So. Natürlich die Frage. Schüsse sind hinter mir. Wo war der mit seinem Moped? Der war hier mit seinem Moped. Vorsichtig. Der hat was Gescheites dabei gehabt. AKM. AKM. 62er. Schalldämpfer, Handfeuerwaffe, meinetwegen. Schmerzmittel. Danke. So. Für den Nahkampf. So, wir gucken ein letztes Mal durch den Rotpunkt, es sind nur auch 19 übrig. So, jetzt liege ich in meiner Zelle. Und jetzt laufe ich durch meine Zelle. Und jetzt. Liegt da hinten rechts im anderen Apartment. Kacke, ich komm mal zu dir. Frühstückszeit. Scheiße, irgendwas. Irgendwie rennen hier gerade alle bei mir rum. Verriegelung. Oh, wir müssen rein. Irgendwas ist passiert. Hast du auch Verriegelung? Hunde werden bei Erhöhung des Gefängnissicherheitslevels freigelassen. Hunde spüren Insassen auf und. Die haben mich gerade durchgebissen. Wow! Aua, 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 aua! Au! Was hast du getan? Nichts! Ich glaube, hier mache ich hier eine Tür rein. Doch, ich glaube schon. Doch. Doch, ich denke, das ist schon ganz. Ganz gut, wenn wir hier. Die können ja die Tür, wenn sie arbeiten, die ganze Zeit offen lassen. Ja, ne, aber wenn sie dann nachts sich irgendwann doch mal hinlegen wollen, dann können sie hier wenigstens die Tür zumachen. So. Dann nehmen wir das Gedönse hier wieder mit. So, und dann brauchst du hier halt auf jeden Fall noch ein paar Betten da oben, aber. Dann haben wir jetzt hier zumindest schon mal hier diese Kammer, was hier in meiner Karte steht, als Storeroom and House Elf Quarters. Ne? Wir haben alles, die haben hier Küche, die können hier arbeiten, richtig schön. Viele Regale für die ganzen Gewürze und Kram, Dunstabzugshauben über den Öfen. Arbeitsplatte hier, auch ganz viel Arbeitsmaterial, ein Wandschrank für die Vorräte und hier für ein paar diverse Kochbücher, alles da und Schlafbereich und alles entsprechend angemessen ausgeleuchtet. Dann haben wir hier schon mal den Elfenraum. Gucken wir uns so an, das macht mir Angst. Ja moin, das ist ja heute ja YouTuber Hochbetrieb. Grüß euch. Servus. Servus, der Noir kommt gleich noch. Der macht ab 9 Uhr noch einen Livestream auf dem Server.
Cool. Wählen Sie ab, Gretz, Ihre kompetente Kapitänsschmiede aus der Pfalz. Another victory, lads! I expected nothing less! Da ich im Moment sowieso einfach nur einen wunderschönen Screen habe, wo Player Unknowns Battlegrounds steht und ansonsten gar nichts. Nein. Selbst der Ladekringel. Ich sehe auch mal die Lobby hier. Jetzt. Das ist ja ein Knast. Ich bin im Knast. Jetzt geht's los. Oh, alle da? Oh, das ist ja... Gott, gibt's hier viel Berge. Ja, wo fliegen wir? Da können wir wieder in unsere Stadt nach Grustenwalle. Grustenwalle, ja. Ja, Grustenwalle. Oh mein Gott, Alter, was ist das für eine... Oh! Ja, das ja, ist geil, wirklich gut. Ja, geil, Leute, orange markieren, Grustenwalle ist unsere City, ist unsere Town. Ihr könnt euch Fenster hüpfen, wenn Scheiben drin sind, ihr die kaputt, ja. Das ist so toll hier! You know that feeling. Ich sehe aus wie ein seltsames, seltenes Tier. Hm? Ein seltenes Tier, welches seltsam ist? Oder ein seltsames Tier, welches selten ist? Ich weiß es nicht, irgendein komisches... Auf einer Skala von 1 bis, wer ist dieser Witzer? Ein grüner Yeti. Was? Der Atmer lootet mein Schloss! Schloss? Du die Kirche oder was? Ja, das ist mein Schloss da oben. Den das Palazzo. Ist die Kirche. Das ist der Palazzo della Henne della Vega. Schon zwei halt schon Schalldämpfer Handfeuerwaffe. Was ist das denn, ey? Ich hab Schalldämpfer. Ich hätte sie gebraucht, siehst du? Wirklich? Nein. Oh. Nix. Oh, jetzt kommt eine Killcam. Killcam? Ja, es gibt jetzt Killcam. Da kannst du angucken, wie er dich abgeknallt hat. Ein Cheater. Ja, sag jetzt schon, dass er gecheatet. Oh! Abgestürzt. Ah. Da bin ich. Gut, ich sehe jetzt meinen eigenen Tod sehe ich jetzt. Mhm. Aus Sicht eines anderen. Beteiligten. Wie cool sah ich denn aus, bitte? Und wie geil bin ich denn gestorben? Oh, ich kann sogar Killcam Replay machen. Nein, lass mich, okay. Ich kann jetzt. Die Skulptur gibt es, um den Menschen eines klarzumachen. Ja, genau. Das ist jetzt genau das, was ich gebrauchen kann. So, da haben wir es doch. Bombardierungsmission einleiten. Aber hallo. Jetzt will ich aber mal sehen, was jetzt passiert hier. Eigentlich müsste dieses Ding gnadenlos alles vernichten. Du Scheiße! Ach du Kacke! Ja, leck mich! Oh, ist das geil! Scheiße! Oh, ist das asozial! Boah, ist das asozial! Zähne putzen und jemand ist ein Emoji für schlafen. Geil, oder? Ich hab's voll gefeiert. Dicke Sachen. Zunge nach dem Döner, Zähne ungeputzt und zusammengetragene Socken. Schön. Und so Sachen zünden. Viel zu lange. Man beachte meine tolle Zähne-Serie, ja? Todesursache Zacken im Boden. Zopfhörer, Zange, Zahnstocher, Katapulte, Zepter auf Zucker. Ich wollte noch was mit Z, deswegen. Das sogenannte Taz. Genau. Ich denke beim Kacken an. Zeitungen, zahme Tiger, wie Zucker. Und Zucker ist auch schön. Ja, genau. Ich bin Single, weil Zurückhaltung mein Motto ist. Zigarren rauf und zu doof. Doof geht immer. Zu doof geht immer. Die erste Zellteilung für alle. 10 zahme Ziegen zum Tod ziehen. Ja! Oh, wie geil! Okay, oh, großartig. Zepter schwingen. Was springt der AfD? Zeiten gab's, da war alles besser. Die Leute nur ein Schnitz. Zehen sind am Fuß, was soll das denn? Ich
hört irgendwas Sinnloses schreien, weil die halt sinnlos sind. Hat funktioniert. Geschenke, Freunde, Zeugs, so alles Mögliche halt. Zebra-Tanga und Zebra. Ja, bei mir gibt's wenigstens ein richtiges Zebra. Bei ihm sind die Tanga. Rappername: Zickzack, The Wickrack, ZZ Topf. CC Topf, halt, das heißt CC Topf. Zacko Loco. Pornotitel: Zungensuchen, Jungenzappler und Cut. Zum. Ich war nicht fertig. Nee. 10 Zicken ficken. Oh, das ist schön. Ja, das ist so schlicht. Eigener Pornoname. Zack, der zackige Stecher vom Becher am See. So. Was denn? Selfie Queen. You are my Selfie Queen. Geil, gell? Oh, es macht mir so Spaß. Echt. Ich, also mit Porno habe ich echt meine Probleme. Ich kenne mich da nicht aus. Wobei Z war jetzt ich kenne mich mit Porno und mit Frauen. Ich kenne mich allgemein mit Frauen nicht aus. Da muss man irgendeinen Scheiß. Ich habe auch bei Geschenk für Frauen immer mein Problem. Es gibt so viele Synonyme für Ficken. Da wird einem schon was einfallen. Blendest du jetzt eigentlich auch ein, dass dieses Video werbefreundlich ist? Ey, bitte mach grad kein Campbell von mir. Das versuche ich erst gar nicht. Mit einem Sauvignon Blanc in der Hand wäre das echt eine falsche Zeit. Okay, weiter geht's. Ach, ich muss ja drauf. Sehr gut. Ja, okay. So, jetzt Busch. Scheiße. Jetzt müssen wir laufen. Da bin ich denn wahnsinnig. Wie das zieht, ey. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie weit es noch ist. Schon kein Risiko eingehen. Ich hab nur noch Verbände. Oh je. Ach Gott. Aber wir haben unser Rotpunkt ausgenutzt. Komplett. Alles ist gut. So, wir schleichen uns im Kreisrand lang. Nicht allzu weit vom Kreis. Dementsprechend können wir ja ruhig noch ein bisschen außen lang schleichen. In der Hoffnung, jemanden ein bisschen in den Rücken fallen zu können. Da drüben ist ein Jeep. Da ist einer. Auf unserer Nase. Nur wo ist der jetzt hin? Da.
So. Ah, fuck. Ach nein, der Kreis war einfach zu hart. Ach, wie ärgerlich. Und ich war fast da. Ja, da war aber auch jetzt genau an der Stelle so viel los, dass ich... Ach Mann, ich hätte nicht mehr tun sollen. Naja, hey. Rang 12 und ein Kill gemacht, gut. Darum ging es auch gar nicht. Das war ja gar nicht Zweck des Ganzen. Das war ja jetzt nur einfach, um dem Ganzen so ein bisschen einen Rahmen zu geben. Boah, wieso... Die sind auch immer noch alle außerhalb, ey. Die sind hier gerade alle umnieten. Ja, ich habe zu lange gewartet, den Kreis kommen lassen. Ach, ärgerlich. Schade. Ein bisschen weiter hätten wir noch kommen können. Na gut, aber egal. Wie gesagt, darum ging es ja gar nicht. Es ging mir einfach nur darum, einen lustigen, fröhlichen Rahmen zu finden für meinen Jahresrückblick. Ich dachte, ich mache das dieses Jahr mal so. Na, mit dem magischen Rotpunktvisier. Ja. Und damit geht das Jahr zu Ende. Der Freitag ist jetzt so gut wie rum. Oh, der Kreis zieht weiter. Und ja. Mal überlegen, der Freitag ist der... Was haben wir denn heute? Den 29. ist es, ne? Ja, genau. Übermorgen ist Silvester. Und dann war's das. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Das nächste Freitag-Special ist dann schon 2018. Ist das verrückt? Ja. Wir werden sehen, das war ein aufregendes Jahr. Im Großen und Ganzen. Das fing ein bisschen nervenaufreibend an, wurde aber dann gegen Ende hin zunehmend besser und immer auch erfolgreicher irgendwie. Und dann sind wir doch mal echt gespannt, wie das nächste Jahr so laufen wird. Man wird sehen. Bis dahin verabschiede ich mich einfach mal freundlich. Ich laufe gerade mit überall Viehzeug im Boden rum. Ist ja eklig. Und wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal wieder. Bei was auch immer. Bis dahin sage ich mal ein freundliches Tschüssi, feiert schön Silvester, übertreibt's nicht und schon mal bis zum nächsten Jahr. Bis denne.